Geschütztürme Trade mit dabei. Mal schauen, wie sich das ausspielt. Wir gehen in den Split. Rote Seite ESL, blaue Seite Revo. Auf beiden Seiten wird gecrossed. Wir sehen allerdings, dass Red Carriage, der Engineer vom blauen Team, wieder Richtung Mitte abdreht. Das heißt, Julieta bekommt da außen den Cap, während wir auf der anderen Seite einen aggressiven Opener von Super und von Eternalia sehen. Ne, Eternia diesmal. Oh, auf Necro. Von Elementalist auf Necro geswitcht, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, auch ganz kurz das einmal super, angesprochen. War Super gerade noch auf Moral? Weil jetzt ist er auf dem Angie. Ich hab ja vorhin. Ah. Oh, du hast recht, vielleicht doch mal durchgucken sollen. Okay, wir schauen uns die Builds gleich nochmal an, wenn wir. Wir haben aber eine wunderschöne 4-Kombo hier auf Super gesehen. Der wurde aber direkt hier wieder hochgeholt. Aber wieder direkt in den Fiers. Meine Herren, der wird aber auch beschäftigt. Wir haben aber schon Lilly im Downstate. Beide Necros im Downstate hier an dem Punkt. Das heißt, das wird hier auf Dauer Eternia relativ Vauchi gut sicher in der Mitte können. Schon gestompt. Jetzt momentan 3 Leute gegen 2. Die sich hier noch probieren irgendwie zu wehren. Ein Hambo und ein Bunker Guardian. Wir sehen Super. Was macht Super da? Er steht irgendwie so ein bisschen rum. Achso, er bewacht einfach nur. Er bewacht einfach nur, dass da nicht noch was vom Spawn wiederkommt. Jetzt haben wir den ersten, der vom Spawn wieder drauf kommt. Sogar 2 Leute will er das da wirklich alleine. Eternia steht noch mit dabei. Also die sichern den Punkt dann ab. Und es wird auch wirklich darauf gewartet, hier den Engage wieder auf dem Close Point zu machen. Also wurde so ein bisschen gesammelt. 3 Leute, die darauf engagen. Also kein Versuch, auf den Pfad zu gehen. Vauchi ist hier gerade noch in der Mitte am Leben, muss allerdings gegen Julieta jetzt arbeiten. Scheinbar wirklich so confident zu sagen, ich lege den Bunker Guard hier im Alleingang. Der Rest des Teams orientiert sich nämlich komplett gerade Richtung Erdwerk. Ein bisschen defensiver hier. Evina guckt, ob da nicht doch was crossed, was vom Respawn kommt. Das hat er jetzt auch geschafft, Julieta in der Mitte. Ja, und jetzt allerdings Sakan auf dem Weg hier Richtung Mitte. Das heißt, der Cap wird das auf jeden Fall erstmal nicht. Julieta muss sich da noch dem Warrior stellen. Wir sehen Evina wirklich da sehr, sehr schön positioniert, um Crosses abzufangen. Währenddessen am Erdwerk eigentlich eine relativ sichere Sache, was ESL hier bietet. Das sieht auf den ersten Blick zumindest sehr, sehr stark nach einem Stomp vom roten Team auf. Wir sehen Europides hier gerade ebenfalls down. Kayun lässt ihn liegen. Das Turret Engineer Build spielt sich bisher zumindest nicht wirklich aus fürs blaue Team. Jetzt ist es Red Carriage gelungen, hier zu crossen. Wurde allerdings von hinten von Eternia gesehen. Evina ist rechtzeitig da, um den Cross komplett abzufangen. Und während in der Mitte Julieta im Downstate liegt, liegt auf der anderen Seite Sakan, aber sehr, sehr schöner Rest davon. Super. Sodass ja, auch das Sakan hier in der dabei Mitte aber auf dem Point. Also da hat er ein bisschen was von dem Cap in die Richtung bekommen und Vauchi jetzt wunderschön mit einem Rest. Da war zwar Stability, also kein Knockback auf Super, aber sie sind nicht wieder 2. Der Damage saß da einfach und währenddessen geht Vauchi auch schon fast down. Machen die 2 sehr, sehr gut vom Schaden her, Julieta und Super. Super, das sieht so ein bisschen so aus, als wäre da auf einem etwas offensiveren Engineer, was den Damage durch die Granaten angeht. Wobei, nee, er hat gar keine Granaten. Waren das die Granaten vom. Achso, vom. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo du Granaten gesehen hast. Nee, es ist okay. Ja, hab ich mir eingebildet. Ist in Ordnung. Da waren das nur die Minen durch die Dodges. Okay, jetzt haben wir momentan noch ein 1v1, welches sogar theoretisch, wir haben Evina hier fast down, aber genauso Red Carriage und Evina holt sich es sehr knapp. Somit der Punkt bleibt da in den Händen von ESL. Also jetzt momentan wirklich Dominanz komplett auf dem Board. Da muss jetzt Revo irgendwo einen Eingang finden. Irgendwo eine Möglichkeit. Wir haben theoretisch nur Eternia gerade auf der Henge. Also da könnte ein Angriffspunkt sein, jedoch Super und Kayun sehr, sehr vorsichtig ich, dabei. Ich glaube, das blaue Team macht das hier gar nicht so schlecht, Revo, mit dem Versuch Richtung Farbpoint zu crossen, da der einfach schlechter bewacht war. Wobei man auch sagen muss, dass Julieta hier sehr, sehr gut stand, um genau in dem Moment den Engage von Europides hier zu sehen und wie viel Burst-Damage da von Julieta in Kombination mit Evina rüberkam. Da wurde schon die Plagueform gezündet von dem Nekromanten und selbst darin geht er down wie nichts. Also das, jetzt der Engage haben wir hier aber nicht nachdem so richtig. Nachdem sie da nicht so richtig landen konnten auf der Henge, haben sie sich kurz und knapp geordnet und gehen gemeinsam auf die Mitte. Kayun momentan der Einzige, der auf dem Punkt ist. Wir haben aber noch Eternia, der die hinten so ein bisschen jagt. Sie gehen nämlich hinten rum, sind jetzt aber gleich 4 gegen 1. Wir haben Gietta an einem Svanir, der gerade einen guten Hit-Up bekommen hat, aber eigentlich ist es als Dieb absolut kein Problem. Einfach Dauerblindness. Eternia probiert noch Vauchi hier möglichst lange aufzuhalten, aber 2 gegen 4, wenn sie sich dabei eilen, könnte das möglicherweise der perfekte Punkt sein, um mal wieder so ein bisschen ins Game reinzukommen.
Akayun hält das gerade noch sehr, sehr gut. In dem Moment, wo er vom Punkt geschmissen wird, ist Eternia da. Jetzt geht er down. Evina ist allerdings auch da. Hat den Rest-Spirit, wenn ich das allerdings richtig sehe, Nicht gerade ab. nicht ab. Das heißt, Kayun wird da außen gestompt. Dafür geht die Creature ans rote Team. Jayeta kommt von hinten mit dazu. Das waren jetzt 12 Punkte insgesamt bisher fürs blaue Team. Das ist definitiv zu wenig, um das Match hier zu gewinnen. Wir sehen Eternia zwar in der Mitte down, aber sehr, sehr viel Damage, der von außen durch Joyetta auf den Punkt geht. Es bringt nicht so richtig viel. Also sie kriegen gerade da nicht den Cap weg vom roten Team, aber auf Dauer wird das halt hier in der Mitte was mit dem Engage. Es ist nur, glaube ich, zu spät, wenn man auf die Punkte schaut. Das 446 zu ist um 17. einiges zu spät. Es kommt super auch noch dazu. Der D-Cap ist da, aber der Cap wird nicht kommen. Super ist noch auf dem Punkt, hat bestimmt noch. Achso, ich wollte gerade sagen, hat Endure Pain ab, aber er ist ja ein Engie jetzt. Ich bin zu sehr daran gewöhnt, dass er auf einem Warrior spielt. Gietta kann immer noch von oben so ein bisschen freecasten, obwohl muss ich ein bisschen zurückziehen, um nicht die ganze Zeit was von den Necros abzubekommen. Also sie haben es jetzt in der Mitte geschafft, es ist aber einfach zu spät. Da kommt noch ein Angriffspunkt auf der Main zustande. 2 gegen 1 und schaffen es mit dem 4 auch ganz gut, Kayun darunter zu bewegen. Der Decap kommt durch. Das ist aber alles zu spät. Solche Moves hätten jetzt früher kommt sogar kommen noch ein müssen. Chieftain hinterher davon, Super und Eternia, Sind wir um hier das Ganze Stilversuch? einfach jetzt schnell Ey, zu das wird aber beenden. nichts. Das wäre natürlich eine gute Sache. Das hätte, glaube ich, nicht mal gesehen. Aber gut, war eh zu spät von Red Carriage. Aber er war, glaube ich, hat es auch, glaube ich, auch nicht mal richtig bemerkt. Er ging nach links rüber, Ja. Richtung Erdwerk. Und das ist es mit 9 Teams. Also man merkt da, glaube ich, es gibt die ein oder anderen Teams, von denen man noch nie im ESL Weekly gehört hat, die aber auf den in den Team-Queues in den normalen eine ziemlich gute Position, aber eine ziemlich gute Leistung abgeben gegen die High-Teams. In diesem Fall aber leider nicht. Und ich muss sagen, ich sehe nicht die besten Chancen für Foefire. Sie haben es zwar geschafft, da noch ein Teamfight rumzudrehen, aber das auch noch mit einem 5-Mann-Engage auf 2 Leute, anfangs nur ein. Gietta kam dann am Ende noch dazu. Das könnte glatt zu 0 werden hier. Nein, das glaube ich nicht auf dieser Map. Wir haben gerade schon Lunchbox sehr, sehr schön wieder ich sag mal, ins Match zurückkommen sehen auf der Map. Ich habe das Gefühl, gerade was hier das rote Team ESL angeht, dass sie sehr, sehr präsent und sehr, sehr stark auf Niflhei sind. Auf Foefire allerdings haben sie ein bisschen nachgelassen im Match vorhin, deswegen sehe ich auch hier wieder die Chance fürs blaue Team definitiv anzugreifen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das hier laufen wird. Natürlich, ESL ist der klare Favorit. Das müssen wir denen überhaupt nicht absprechen. Ganz abmelden würde ich allerdings das blaue Team auch nicht. Wir können noch mal ganz kurz nachschauen, was Eternia und Super gerade spielen. Super ist Engineer mit Pistol Shield, dazu Rune des Balthasar und tollwütiges Amulett. 30 oder 6, 2. 042, ich bin immer noch so beim 30 drin, zumindest wenn ich den Anfang noch sehe. Also 62042 mit der Elixierkanone, mit dem Bombenkit und dem Elixir A. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, mit dem man wunderschön hier resen kann auf der F4-Taste. Dazu klar, Vorratskiste als Elite. Das ist der Engie und jetzt sehe ich gerade, dass unser Necro Eternia wieder ausgelockt hat. Ne, ist auf Elementalist gewechselt. Ist wieder Switch wieder auf rüber auf Elementalist. Elementalist. Glaube ich, eine sehr gute Idee gerade für diese Map, weil er halt sehr, sehr schnell sein kann und wirklich da irgendwelche Decap-Versuche unglaublich schnell entgegenwirken kann. Was aber bei der Teamaufstellung von Revo, glaube ich, gar nicht unbedingt nötig ist. Ich weiß nicht, woher da wirklich so der schnelle Decap kommen sollte. Ja gut, aber wir haben halt Conditions auf der blauen Seite, durch den Engie, durch die Ja. beiden Necros. Und deshalb ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, mit Etenlia da auf dem Elementalist ein bisschen Condi-Remove dabei zu haben. Deshalb, vielleicht auch das ein Grund, warum sie auf die Idee kamen zu wechseln. Wenn es hier zu größeren Teamfights in der Mitte kommt, kann der Support sicherlich nicht schaden. Wir werden sehen, wie das hier ausgeht. Ich weiß nicht, ob da auf der blauen Seite auch noch ein Reroll stattfindet. Zumindest haben wir da gerade nur 4 Leute. Eventuell zieht ja jetzt hier Revo noch den Trumpf aus dem Ärmel mit dem Klassenwechsel. Nö. Die eine Klasse wird's machen. Die eine Klasse wird es machen, natürlich. Unterschätzt das nie. Aber Wir haben schon einige verrückte Sachen gesehen tauschen Sie im jetzt Weekly den Cup. Guardian? Okay, Das. stimmt, das wäre. Ja, darauf habe ich nicht geachtet. Stimmt, das wäre ein bisschen merkwürdig. Ja, es wäre ein wenig merkwürdig. Ja, ich warte ja immer noch darauf. Ich will eines der Teams,
die wir bisher noch nicht beim ESL Weekly gesehen haben, die aber so wirklich sehr, sehr gut in der Team-Queue sind. Einfach mal kommen und alle wegroffeln. Von denen die Leute noch nie gehört haben und einfach herkommen und stompen. Da habe ich richtig Bock drauf. Das Sowas wird würde ich sehen. allerdings nicht passieren, glaube ich einfach. Warum? Aber wir Traut werden euch in sehen. den Weekly Cup. Fauchi ist jetzt wieder in der Arena, das heißt, er joint jetzt dem blauen Team. Und dann sollte es gleich losgehen, wenn alle ihr Ready abgegeben haben. Darauf warten wir. Wir können wieder Ready-Up-Zeichen kommentieren. Okay, wir sehen auf der roten Seite fehlt nur noch Kayun. Kayun hat es geschafft, es reichten zwei Oh, Leute für einen hast du das Matchstart. nicht richtig eingeschaltet? Ah, ne, wir sind jetzt Das auf ist dem nicht meine anderen. Arena. Stimmt. Das ist nicht Wir waren meine gerade eben Arena, auf ja. deiner. Das ist richtig. Okay, wir sind im zweiten Match. Das erste hat ESL sehr, sehr deutlich gewonnen. Wir sind gespannt, wie das zweite wird. Rot ESL, Blau Revo. Ein Team, das wir bisher noch nicht kennen. Der Split. Wir sehen Etenlia hier Richtung Quarry, also zum einen Closepot unterwegs. Auf der anderen Seite ist es Lily Blackthorn, der MM-Necro. Ansonsten drei Leute vom blauen Team Richtung Mitte, da treffen sie auf Kayun. Nur Red Carriage probiert hier zu crossen. Auf der anderen Seite splitten sie sich jetzt nochmal ab. Joyetta und Super zu zweit auf dem Waterfall. Und ein 2 gegen 3 gehen sie hier in der Mitte ein, um möglichst schnell da am Wasserfall die Sache zu regeln. Wir sehen Super und Joyetta, das ist natürlich der Damage quasi von ESL. Ja, aber auch das Und. Squishy. Und da haben sie hier gegen den Minion-Master, wenn ich das so richtig sehe, der hat ihn schon so ein bisschen eingeheizt. Aber auf Dauer wird Aber das gut, durch natürlich ihren nicht unbedingt was werden. AOE-Damage gingen vor allem sehr, sehr schnell die Minions down. Ja? Ja. Das war beeindruckend. Die Cluster-Bombs plus der Damage, den Super gemacht hat. Jetzt muss Lily Blackthorn da aufpassen, eventuell noch auf dem Punkt sterben. Ja, noch so gerade eben auf den Punkt drauf geschafft, bevor der Nikola vom Vier auch blauen noch Team angesetzt, down also ein gegangen bisschen ist. Zeit schänden hierbei. In der Mitte momentan Sekan, hier das Fokus-Target ist auch schon sehr knapp, hat er da gerade in Your Pain an, hat es gerade angeschmissen gehabt, geht jetzt, sobald das abläuft, auch direkt in Downstate. Fauchi hat da zu lange, viel zu lange gewartet mit dem Rest. Da waren so ein bisschen der Und Nachdenker. jetzt am Quarry auch Eternalia hier in 101 erfolgreich. Das heißt, auch hier haben wir gleich den Cap fürs rote Das Team war nicht schlecht. Wir ausgemacht. haben Jupiter's Knows Best noch auf dem Weg dahin. Der wird aber nicht rechtzeitig kommen, um den Cap da zu finden. Und wir haben Gietta auch schon direkt als Unterstützung, um dem da ein schnelles Ende zu bereiten. Und wir sehen, dass wir jetzt schon ein Early Three Cap hier fürs rote Team haben. Super macht sogar oben schon mal das Türchen auf, zusammen hier mit Evina, zumindest zur Hälfte. Denn Red Carriage kam jetzt aus dem Tor heraus und versucht hier irgendwie verzweifelt auf dem Waterfall zu kommen. Hat super hinten im Nacken. Wir sehen, hat er auch mehr Damage bekommen im Engineer 101. Heißt bei Aber die Engineer allerdings ganzen auch nicht so viel. Knockbacks könnten möglicherweise dann noch was bringen. Ja, Engineer gerade prädestiniert, um einfach mal wieder mit einem Supply Crate Drops da wieder raus aus der Nummer zu Unten kommen. Revo gerade mit dem Versuch, beziehungsweise Europides hier mit dem Versuch, im One-on-One gegen Etenelia auf dem gegnerischen Close Point reinzugehen, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Der Elementalist hat den Condition Necro zerstört, möchte ich an dieser Stelle so sagen. Da Da war war Gietta kein noch Land dabei, oder? fürs blaue Team. Wenn aber Vorhin. nur ganz kurz. Ja, Ich bin mir nicht ganz sicher, aber nur wenn ganz nur. kurz, aber als er darauf geopent hat, war Geerta dann auch als Unterstützung dabei. Okay, jetzt sehen wir, am Waterfall wurde Red Carriage liegen gelassen von Super. Probiert sich Und da er holt außen sich jetzt wieder hoch. hochzurängen, aber ich glaube, es wird Nee, nicht reichen. Super hat das Super im Auge. ist. Ja, wobei er ist einfach nur zurückgegangen, weil das Tor kaputt gegangen ist. Ich glaube, hätte er da länger aufs Oh, Tor und damagen jetzt hat er hier müssen. nicht auf die Repeaters geachtet. Der könnte da möglicherweise noch den. Hat die 4-Wall wunderschön gestellt, bringt jetzt noch den Rest an, aber da haben wir jetzt, haben wir Gift drauf? Kann ich hier gerade so gar nicht sehen, aber der Rest lässt es erwarten. Da kommt nochmal der Knockback, aber ich denke, hier wird gleich der Rest kommen. Es ist eine Arbeit, ihn wieder Oh, hochzubekommen. Julietta ist allerdings da und jetzt könnte einfach der Damage auf Europides so schnell kommen, dass da nichts zu holen ist Da für war dann Revo. das Durchhalten, also so lange wie es gedauert hat, einfach die Interrupts haben gereicht, um da die Unterstützung aus dem Mittpunkt zu holen. Das ist halt dann die Absprache der Teams. Neue Attacke hier jetzt. Oh, der Decap könnte möglicherweise durchkommen auf dem Quarry. Wir haben den Decap, aber Athanadir ist schnell genug da, hätte theoretisch auch einfach mit dem Burning Feet oder wie auch immer das heißt, glaube ich, noch den Decap verhindern können, hat sich den aber lieber für den Fight aufgespart. Und wir sehen nicht wirklich viel Damage, den der Minion Master da an dem Elementalist machen kann. Evina ist jetzt auch da, um das im Zweifelsfall hier komplett safe zu halten. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich nötig ist, weil der Tenelia macht einen sehr, sehr guten Job hier als Close Point Defender.
Und wir sehen auch mit Burning Feet hier wieder sehr, sehr viel Damage, der da Oh, an die und Stelle Wilch kommt, ist wo Lil super direkt steht. schon was auf dem Lord machen. Nee, er ist, hat noch einmal kurz vorbeigeschaut, hat die Situation gecheckt. Und Will dann damit aber wird er doch jetzt den lieber. Decap auf dem Waterfall bekommen Oh, durch warum ist Fauchi. Fauch wieder kurz runtergelaufen? Das könnte fatal sein. Er hat es aber doch noch gerade eben geschafft. Wollte da wirklich voreilig von dem Punkt runtergehen. Er hat natürlich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das. Ah, nee, er hat nicht befürchtet, dass das nichts wird, sondern wollte einfach nur schnell wieder Richtung Mitte, um da seinem Kollegen zu helfen. Denn von hinten kamen Sakan und der Nekromant auch wieder dazu. Währenddessen rotiert hier ESL sehr, sehr schön. Wir sehen Evina schon wieder hier auf dem Weg zum Waterfall und Julietta sehr, sehr schnell unterwegs mit dem Shortbow. Kann rechtzeitig da sein, um am Waterfall zu unterstützen. Wir sehen, der Damage das Sword Dagger, beziehungsweise der Damage vom Deep allgemein hier gegen Europides liegt da direkt down. Zakan ist das nächste Fokus-Target. Auch hier ist nicht viel Land zu holen für Revo. Sie versuchen es jetzt nochmal in der Mitte mit einem Dreier-Engage auf Etenelia und Kayun. Aber auch das sieht nicht so richtig aus, als wäre das von Erfolg Oh, gekrönt. und Banker, jetzt Guards wird und der Lord Rush Elementalist. angesetzt. Und das ist theoretisch jetzt die Möglichkeit für Revo noch so ein paar Ehrenpunkte aufs Board zu bringen. Da noch eben schnell was an der Seite wegzucappen. Aber an der Situation, dass das hier mit dem Lord Rush gleich enden wird, okay, da wird noch der Stealth-Versuch hinten von Geerta angebracht. Aber super, rennt einfach durch und geht direkt in den Downstate. Ah, da war vielleicht ein bisschen übermütig hier, der feine Engineer. Nichtsdestotrotz stimmt, glaube ich, der Damage von ESL. Im Zweifelsfall kann man sich an den Creaturen wieder hochholen hier. Das ist ja nicht so das große Problem. Der Soldat ist auch schon relativ low, ist jetzt auch down gegangen. Um Super wieder nach oben zu. Super Hast du links, den wieder Lord low, da hat das. im Blick? Ja, habe ich. Der ist jetzt down. Ah. Lag auch das Elixir A übrigens noch rechtzeitig geworfen von Ein Punkt. Super. Ein Punkt. Ich hatte nicht recht. Sie haben sich einen Punkt geholt. Ein Punkt durch Lily Blackthorn da rechtzeitig auf dem Waterfall. Das Der ist Retter. verdient, sage ich mal. Ja, den einen Punkt haben sie sich verdient Gefeiert. zum Ende hin. Ansonsten sehr, Lily sehr Blackthorn, deutlich. Hero des Tages. Und das als MM. Oh Schämst du dich für deinen nein. Satz? Nein, Okay, das war der sehr, sehr deutlich, Zwiespalt. sehr, sehr gut gemacht hier von ES.